Meine Lieben, da bin ich schon wieder. Ja, so schnell geht das. Gerade ist der Rossmann Hall rum, bin ich schon wieder da. Ja, ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal die Produkte, die ich den Tag auf meinem Gesicht hatte. Das heißt, dieses gesamte Make-up wollte ich heute einfach mal für euch schminken, damit ihr auch schon mal sehen könnt, wie die Produkte so sind auf der Haut und vielleicht, ob das eine oder andere Teil für irgendjemand von euch da draußen vielleicht interessant ist. Und ja, ich werde einfach mal anfangen heute. Das heißt, ich mache jetzt nichts Besonderes hier, können wir ein bisschen quatschen. Ich mache erstmal mein Make-up drauf und zeige euch, was ich benutze und werde einfach mal starten. Wie ihr wisst, nehme ich ja unheimlich gern von Manhattan diesen 2-in-1 Concealer hier für mein Muttermal. Und den werde ich heute auch wieder auftragen. Das ist dieser hier. Ich habe ihn übrigens in dem Farbton hier 30 und das ist warm, steht zumindest so drauf. Und ich werde jetzt einfach mal anfangen. Jetzt habe ich den erwischt, der schon fast leer ist. Seht ihr das? Da ist schon das Fännchen zu sehen. Aber das ist nicht schlimm. Ich muss mal gucken, der andere liegt da auch irgendwo. Und werde einfach mal anfangen und den auftupfen. Das heißt, ich reibe den nicht auf, sondern ich tupfe den auf. Und dann könnt ihr auch schon sehen, wie gut er deckt. Ich finde den so mittelmäßig. Also der ist jetzt nicht so Full Coverage. Viele denken vielleicht auch, der ist so ganz total abdeckend. Aber ich muss mal schauen, ob ich noch was finde, wo ich jetzt wirklich sagen kann, ruhigen Gewissens, ne, euch drüben, dass es etwas ist, was Full Coverage ist. Ja, ich bin auch noch nicht umgezogen, weil ich mache nämlich dann danach mein Video. Das heißt, ich werde noch mal mit dem selben Make-up im Film, also so ein Video drehen. Und naja, gut, ich hoffe, es stört keinen. Nur ich habe mir gedacht, dann machen wir das heute gleich. Ich habe versucht, fast ausschließlich Maybelline-Produkte aus meinem ja, Schrank zu finden. Aber irgendwie fehlt mir da was. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann nehmen wir wenigstens die Produkte, die ich eh neu gekauft habe. Und dann könnt ihr das auch sehen, wie die gleich so sind. So, ich mache hier ein bisschen auf mein Kinn auch immer drauf. Und da bin ich immer so ein bisschen gerötet. Meistens, weil ich da immer so zwischendurch mal rasiere und so, dann ist die Haut immer so ein bisschen gerötet. Ach so, ich wollte euch noch was zeigen. Ich habe heute einen neuen Nagellack drauf. Und zwar habe ich heute den Superstay von Maybelline drauf. Also auch von Maybelline. Es sind viele Maybelline-Produkte heute dabei. Und zwar den 7 Days Forever Strong. Und das ist dieser hier. Den zeige ich euch mal, damit ihr so die Fläschchen erkennt. Ich habe hier im Übrigen die Farbnummer 190, Pink Boys, glaube ich, heißt der. Und der sieht so aus. Könnt ihr noch mal gucken. Ich komme mal ein bisschen näher an die Kamera oder auch ein bisschen weiter. Mal sehen. Ich bin ja eh schon nah dran heute. Aber dann könnt ihr schon mal sehen, der ist auch sehr pinkig. Genauso wie der von L'Oreal im letzten Video. Nur der von L'Oreal ist ja mehr so fuchsiafarben. Und dieser hier hat so ein richtig bisschen Neon-Pink so drin. Das, ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt gut rüberbringt, aber der ist richtig pinkig. Und den habe ich heute gewählt, weil es schnell gehen sollte. Ich habe den anderen abgemacht, denn den hatte ich schon 3 Tage drauf oder 4. Können auch schon 5 gewesen sein, ich weiß es gar nicht mehr. Jeweils schon länger. Und der musste jetzt runter. Ne? Der war dann vorne so ein bisschen hier der Rand. Der franzt dann so irgendwann so ein bisschen an. Und der musste runter. Und da muss es schnell gehen, habe ich ja gesagt. Aber auch dieser 7 Days, also es ist nicht dieser 40-Sekunden-Lack, aber auch dieser hier trocknet wirklich schnell. Also ich kann da schon nach 5 Minuten einen Topcoat drüber machen. Ich habe im Übrigen den hier genommen. Der war in der, Moment mal, ein bisschen sauber machen. Ich glaube in der Glossy Box, ne? Weihnachten. Ich weiß gar nicht, wie wird der ausgesprochen? CIT, KIT. Jedenfalls dieser ist das und den liebe ich. Der ist richtig toll. Und den nehme ich total gerne. Und den habe ich heute auch drüber gemacht. Und ich denke mal, der hält so 2, 3 Tage. Ne? Das ist so der Schnitt bei diesem Nagellack von Maybelline. Zumindest bei meiner Hausarbeit. Weil ihr dürft auch nicht vergessen, ich ziehe keine Handschuhe an und ich schrubbe den ganzen Tag damit hier rum. Mache mein Bad, mache meine Küche. Ich wasche ab. Kennt ihr ja. Und deswegen, ja, hält er dann noch nicht so lange. Ne? So, jetzt muss ich mal gucken. Ich pudere jetzt erstmal meinen Hals ab. Ich habe euch, glaube ich, schon mal erzählt. Nein, stopp. Bevor wir abpudern, fangen wir mit einem anderen Produkt an. Und zwar, damit das ein bisschen einziehen kann. Ich hatte euch bei Instagram und Facebook ein Produkt vorgestellt, was es leider nicht gibt. Ich hatte euch zwar gefragt, wer kennt das von euch, aber das ist diese Verpackung hier von L'Oreal. Und zwar auf der anderen Seite sieht sie nochmal so aus. Und da kommt auch raus diese Tube hier. Und ich habe den im Restpostenmarkt entdeckt und ich habe nur gedacht, okay, neu. Da habe ich gedacht, so alt kann er ja nicht sein. Ne? Na gut, wo wir die denn her hatten, weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Es sind 15 Milliliter drin und ich bin davon total begeistert. Ich habe jetzt diese Woche jeden Tag diesen
diese Grundierung, diesen Primer drauf gehabt. Und ihr wisst, dass ich mit dem Primer immer auf Kriegsfuß stehe, weil ich davon meistens sofort Pickel bekomme. Ich habe den auf der Stirn aufgetragen, auf der Nase, unter den Augen, hier auf dem Kinn und ich habe nicht einen Pickel, nicht einen. Jetzt hatte ich ja bei Facebook, ich mache den mal zwischenzeitlich drauf, dann kann ich weiterquasseln. Ich hatte den ja bei Facebook, ich zeige ihn euch im Übrigen erstmal, der kommt so raus wie so eine Creme. Der ist zwar mit Silikone, man sieht das auch, und der ist aber so ein bisschen wie cremig. Ihr werdet das gleich sehen, wenn man ihn aufträgt. Ich hatte den bei Instagram und Facebook gepostet und prompt hat sich auch L'Oreal gemeldet auf diesen Post, den ich da gehabt habe. Und das haben auch einige mitbekommen und die schrieben dann halt, dass es den nicht mehr gibt, dass der aus dem Sortiment geht. Also der verlässt das Sortiment und ja, da war ich erstmal sehr traurig, weil ich gedacht habe, okay, jetzt hast du also so einen Ladenhüter erwischt. Und ja, den gibt es nicht mehr, nur noch den in dieser schwarzen Tube, den kenne ich aber, den habe ich auch schon hier. Der ist so gelig und also wirklich klar und durchsichtig. Dieser hier ist ja so ein bisschen weiß, obwohl auf der Haut verschwindet das. Und ja, den kenne ich. Und dann hatte man geschrieben, dass der neue wasserfest ist und keine pflegenden Inhaltsstoffe enthält, wie zum Beispiel dieser hier. Und das wusste ich ja jetzt nicht. Ich wusste nicht, als ich ihn getragen und gekauft habe, dass dieser hier halt pflegende Inhaltsstoffe enthält und ja, bla bla bla. Jedenfalls, der andere ist wasserfest. Und da wurde mir klar, also für mich persönlich jedenfalls, wenn ich mir überlege, wenn etwas wasserfest ist, dann muss das auf der Haut natürlich auch irgendwo so ein, ja, wie soll ich das sagen, das schließt so die Haut ein, ne? Das ist so wie so ein Sieveffekt, ne? Und deswegen schwitze ich da drunter, deswegen bilden sich wahrscheinlich bei mir Pickel, es sind auch keine Pflegestoffe drin. Und in diesem guten Stück hier, was leider aus dem Sortiment geht oder schon gegangen ist bei vielen, ist es halt so, da sind pflegende Wirkstoffe drin, ein cremiger Inhalt, sehr cremig und er ist halt dann nicht wasserfest. Ich weiß nicht, für wie viele es immer so wichtig ist, dass es wasserfest ist, sonst würde man den nicht vom Markt nehmen. Jedenfalls finde ich den anderen gar nicht so toll, weil wie gesagt, ich kriege da Pickel, Pickel, Pickel und den gibt es jetzt nicht mehr. Ich weiß, dass bei uns im Restpostenmarkt es noch einige letzte Päckchen davon gibt, die werde ich mir jetzt holen. Dann habe ich insgesamt so 6 Tuben davon und mir hatten auf Instagram und Facebook schon welche geschrieben, die hätten die auch in so einem Restpostenmarkt irgendwo gesehen, ich weiß nicht wo. Wenn ihr auch mal schauen wollt, hört euch mal um, guckt, wenn euch das interessiert. Ich finde ihn sehr, sehr gut und das Feedback, was ich bekommen habe, war auch sehr gut. Also wer ihn kannte, hat immer geschrieben, Astrid, der ist ganz klasse. Ja, schade, ein bisschen und na gut, ich lasse es jetzt mal einwirken. Denn ich fange jetzt an, das, also mein Hals und Dekolleté abzupudern. Und zwar nehme ich dafür ja das, das L'Oreal Perfect Match Powder. Das habe ich euch ja auch schon ganz oft hier in die Kamera gehalten. Und mittlerweile kommt hier wirklich das Fännchen, zum Vorschein. Und ich habe mir ja schon 9 gekauft und ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe mir für euch auch einen neuen Pinsel rausgesucht. Ich habe ja immer den Kabuki-Pinsel von Bella Pierre euch gezeigt und vorgestellt. Und viele finden ihn natürlich so nicht. Bei Amazon ja, aber es ist halt immer sehr schwierig bei solchen Produkten. Und ich habe mir gedacht, ich werde heute mal was ganz anderes machen. Und zwar habe ich hier in meinem Schrank von Catrice den Kabuki-Pinsel wiederentdeckt. Den bekommt ihr auch so noch zu kaufen. Ich habe ihn erst jetzt am Wochenende gesehen. Der ist wirklich schön festgebunden. Es ist auch ein sehr, sehr guter Pinsel, also ein Kabuki-Pinsel. Habe ihn nur halt lange nicht genommen. Der ist ganz, ganz weich, super schön geschnitten hier oben. Also es ist ein ganz toller Kabuki-Pinsel. Und wie gesagt, der ist so in Schwarz gehalten und ich bin der Meinung, so steht der auch noch im Regal bei Catrice. Den nehme ich jetzt mal und zeige euch dann auch, wie schön man damit auch arbeiten kann. Also man muss jetzt nicht den Bella Pierre nehmen. Ich habe mir gedacht, ich muss mal was für euch raussuchen, was ihr auch leichter nachkaufen könnt und nicht immer so schwierig ist. Und jetzt fange ich an und tupfe das hier erstmal über den Concealer von Manhattan drüber. Das heißt, ich wische nicht, sondern ich tupfe. Und das mache ich eigentlich hier so am ganzen Hals. Und ich nehme relativ viel Produkt hier aus dieser Dose. Ich zeige euch das gleich mal auf dem Pinsel, wie viel hier immer drauf ist. Also ich bin da nicht so sparsam mit, ne? Ich zeige euch das mal in die Kamera, da könnt ihr das schon sehen, wie viel ich hier ungefähr auf dem Pinsel drauf habe. Und ich sehe das hier schon im Spiegel. Ich weiß nicht, ob es jetzt mit der Kamera gut rüberkommt.
dass das hier super gut ist für ein Dekolleté. Also dann braucht man keine Foundation nehmen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Puder weniger abfärbt, aber ich bilde mir immer ein, dass es weniger abfärbt, wie als wenn ich jetzt eine Foundation nehmen würde. Und außerdem muss ich ja das sowieso abpudern hier. Und da bleibt mir also nichts anderes übrig, dass ich das Dekolleté immer gleich mitmache. Das ist mir dann irgendwann mal so gegangen, dass ich gedacht habe, okay, Astrid, dann kannst du auch gleich den Rest mitmachen, weil sonst wird es ja auch ein bisschen doof aussehen, wenn ich auf einmal damit den Puder abpudere und der Rest ist dann so hell. Das fällt dann schon auf. So, das lasse ich erstmal und damit ist dieses Puder hier erstmal für mich erledigt. Ich zeige euch gleich nämlich, wie es weitergeht. So, ihr wisst, dass ich von NYX Asphalt das Puder habe. Hatte ich auch schon mal in die Kamera gehalten des Öfteren. Das ist ein ganz, ganz leichtes Puder. Ihr habt hier so einen schönen kleinen Goldknauf. Damit könnt ihr es aufmachen. Innen drin ist ein kompletter Spiegel. Und so sieht es aus. Es ist leicht getönt. Das Monogramm, dieser Stempel, der da innen drin war, den kann man schon nicht mehr erkennen. Der ist schon ziemlich weg. Und damit pudere ich jetzt mein Gesicht vorweg. Das heißt, einmal pudere ich den Concealer jetzt ein bisschen ab und mache dabei aber auch gleich das ganze Gesicht, bevor ich die Foundation auftrage. Ich habe schon oft von euch gehört, dass ihr gesagt habt, was, Astrid, du puderst vorher dein Gesicht ab? Ja, ich habe das mal bei Wayne Goss gesehen in einem Video und der sagte, pudert euer Gesicht ab, bevor ihr eine Foundation drauf macht. Das Ergebnis wird schöner und gleichmäßiger und er hat recht. Es stimmt. Ich weiß, es machen auch einige andere YouTuber schon, wahrscheinlich alle, die sein Video gesehen haben. Und ich mache es auch und dafür liebe ich einfach auch dieses Puder von NYX Asphalt. Also das mag ich total gern. Zumal es so einen ganz, ganz, ganz leichten Effekt gibt, dass es so ein bisschen abdeckt, ne? Also nicht viel, aber das ist so ein bisschen abdeckender Effekt dabei. Ach, mir graust schon wieder davor, wenn das leer ist. Mir graust immer davor, wenn irgendwas leer ist, weil dann muss ich es wieder nachkaufen. Und ich habe ja eh schon so einen hohen Verschleiß an Beauty-Produkten. Ach Gott, aber was soll's. Ich gehe hier nochmal über den Mund. So. Und so lasse ich das dann auch. Und das reicht dann schon. Das ist jetzt gut abgepudert. Und mal schauen, wie wir es gleich machen. Ich pudere damit, glaube ich, auch nochmal. Ach nee, da könnte ich das Essence-Puder nehmen. Meine Lidfalte ab. Weil ich mache jetzt gleich mal, bevor wir weitermachen mit der Foundation, mit dem Concealer weiter. Wo habe ich denn den jetzt? Ach hier, den hatte ich euch ja gezeigt. Ich mache den heute nicht unter die Augen, weil der mir wirklich meine ganze Augenpartie austrocknet. Aber ich werde ihn aufs Augenlid machen. Und da ist mir gestern so bewusst geworden, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist doch eigentlich eine gute Idee, ihn aufs Augenlid zu machen, weil ich ein sehr öliges Augenlid habe. Und wenn er austrocknend ist, dann trocknet er ja im Prinzip oder hemmt dieses Öl, das was aus meinem Augenlid hier rauskommt. Oh Gott, ich kriege schon Sprachstörungen heute. Jedenfalls hemmt es diese Produktion von Fetten und Ölen oder was auch immer. Und jedenfalls hat es gestern super gut geklappt. Ich habe das dann im Verlauf des Tages nämlich beobachtet, dass mir dadurch der Lidschatten kaum fast gar nicht in die Lidfalte gekrochen ist, erst nach vielen, vielen Stunden so ein bisschen. Und da habe ich gedacht, das muss daran liegen, dass der so ein bisschen austrocknend ist und der trocknet das dann hier natürlich auch aus, aber dadurch hält natürlich der Lidschatten besser. Ja, ich werde einfach mal anfangen und werde es dann mit dem Finger verteilen. Ich trage mir das hier mit dem Pinsel, mit dem Pinsel, mit dem Schwamm einfach. Ihr braucht ja hier unten nur drehen, ne? Ihr müsst drehen und das knackt so und dann kommt das Produkt raus. So, und dann trage ich das hier mit diesem Schwämmchen einfach auf und tupfe das dann mit dem Ringfinger einfach hier ein. So, und der hat so ein bisschen Glow. Das haben die wahrscheinlich auch gemacht, weil es heißt ja, er soll sich nicht in die Falten legen, er soll einen Anti-Aging-Effekt haben. Und da denke ich mal, da haben die sich gedacht, dann machen wir gleich noch so ein bisschen Schimmerpartikel rein. Und dann sieht man nicht so die Falten. Das ist ja immer dieser Trick dabei, ne? Das haben wir ja bei der Augencreme von L'Oréal, die ich euch gezeigt habe, ist das ja auch so. Und da ist ja auch so ein bisschen Schimmer drin. Und das ist dann, das reflektiert einfach in den Falten. Und dadurch hat man halt das Gefühl, dass das dann nicht so tief sind, dass die Falten nicht so tief sind. Ja, ich gucke gerade, dass das hier auch funktioniert. Und deswegen höre ich gerade ein bisschen auf zu reden. So. Und das reicht dann auch. Ich kann nochmal gucken, hier nochmal ein bisschen. Da habe ich immer so ein rotes Äderchen, dass man das nicht so sieht. Und das Ganze werde ich jetzt mit dem Puder. Das ist ja dieser Löscherauge, ne? Das ist der ja.
Das Ganze werde ich jetzt mit dem Puder von Essence hier, mit dem All About Matte, einfach abpudern. Und dafür nehme ich mir so einen Pinsel von Rossmann. Oder was habe ich denn hier? Ist das der von Rossmann? Ja, von For Your Beauty. Das ist so ein Blenderpinsel. Und dann gehe ich da immer so rein und drehe den so ein bisschen, klopfe ihn ab. Und dann drehe ich mir das hier so auch übers Lid. Also ich ziehe nicht so viel, sondern ich drehe den Pinsel immer bei tupfenden Bewegungen. Und dann ziehe ich das nicht wieder mit runter. Ne? Ich habe immer Angst, dass ich mir diesen Concealer oder Primer, was man sich auch drauf macht, wieder mit runterziehe. Und dann tupfe ich das hier einfach ab. In der Hoffnung, dass das dann auch alles gut hält. Das mache ich ruhig ein paar Mal. Ich will nicht sagen, dass das wie Bacon ist, auf gar keinen Fall. Aber es kann ruhig ein bisschen mehr drauf. Und so, und so kann das dann schon bleiben. Und so lasse ich das jetzt auch und dann machen wir weiter. Moment, ich schau mal, ich habe ja noch keine Foundation drauf. Und jetzt mache ich es einfach so, dass ich mit der Foundation anfange und zwar mit der Dream Satin Liquid. Ich habe hier den Farbton Nr. 10 Ivory. Ich mache sie mal auf und zeige sie euch nochmal in die Kamera. Und ich mag die total gerne. Wie gesagt, ich habe die jetzt schon das zweite Mal, weil die andere ist mir einfach zu alt. Ja, und da habe ich mir gedacht, gut, dann werde ich mir eine neue holen und hole mir auch gleich den richtigen Farbton und werde es jetzt einfach mal mit einem Beauty Blender auftragen. Ja, er ist mir im Übrigen der Liebste. Also wenn ich jetzt nicht gerade eine Bürste verwende und einen Beauty Blender nehme, nehme ich schon gerne den Original Beauty Blender, weil der einfach sehr weich ist. Er passt sich der Gesichtsform an und er nimmt nicht so viel Produkt auf und er springt nicht so auf dem Gesicht. Also lässt sich einfach super gut handhaben. Ich hatte ihn schon feucht gemacht, aber manchmal liegt er dann hier schon wieder 10 Minuten. Und dann nehme ich einfach von Aveen das Thermalwasser. Ich habe hier immer so eine kleine Flasche stehen davon. Meistens aus irgendwelchen Sondertaschen, die ich mir mal so gekauft habe zwischendurch. Und da sind dann immer die kleinen Flaschen drin, auch super für einen Urlaub. Ja, und ich werde jetzt mal anfangen und dass ich die Foundation jetzt hier auftupfe. Und das lässt sich wirklich super machen. Denkt aber immer daran, dass ihr den Beauty Blender wirklich nass macht. Und dann funktioniert es einfach am besten. Ich hatte heute erst ein amerikanisches Video gesehen und da war eine YouTuberin, die wirklich schon länger dabei ist und die hat den trocken benutzt und sich gewundert, warum es nicht funktioniert. Da habe ich gedacht, Mensch, wenn man schon so lange dabei ist, habe ich immer gedacht, wissen die das nicht? Naja gut, aber wenn man sonst vielleicht immer nur einen Pinsel benutzt oder was ich nicht, dann weiß man das halt wahrscheinlich auch nicht. So, ich gehe jetzt trotzdem nochmal mit der Foundation hier drüber und pudere das gleich ab. Nochmal mit Puder. Mit dem Essence Puder und dann könnt ihr schon sehen, wie gleichmäßig das Resultat wirklich von dieser Foundation ist. Ne? Ich mache gleich noch mal ein bisschen hier im Augenbereich. Ich nehme mal die Spitze vom Beauty Blender und gehe wirklich mal hier so bis unters Auge, dass es da keine Flecken gibt. Und das gleiche mache ich jetzt noch mal. Das heißt, ich mache mir noch ein bisschen was von der Foundation hier auf dem Beauty Blender. Tupfe einmal hierhin, einmal dahin und dann gebe ich einfach noch ein bisschen unter das Auge und auf den Wangenknochen, weil ich da halt immer so Rötungen habe und gehe hier ganz dicht am Augenlid lang. Wenn ich so ein bisschen schnuffele im Moment, liegt das an dem Heuschnupfen. Ne? Ich habe das letztens schon in einem Video gesehen und habe gedacht, okay, schnief ging das und habe ich gedacht, er sollte es rausschneiden und dann habe ich gedacht, okay, wenn die Schneiderei wieder losgeht, dann hört sich das manchmal mal so ein bisschen doof an. Und so schön war es dann auch nicht, aber ab und zu kann das im Moment in dieser Blütenzeit, jetzt es blüht alles draußen. Und da kann das schon mal passieren. Im Übrigen geht auch mal mit über eure Ohren. Vergesst die nicht, sonst sehen die immer so rot, also so rot aus und stechen ab. Und deswegen immer mal mit über die Ohren gehen. Und abends dann auch nicht vergessen, die mit abzuschminken, ne? Mit dem Waschlappen. Ich mache das ja mal mit so einem Mikrofaserwaschlappen. Und dann hole ich das da wieder mit runter. So, und dann lasse ich den Rest hier nämlich aus. Da habe ich ja das Puder drauf von L'Oreal und dann sieht das Ganze so aus. Die ist sehr, sehr, sehr natürlich, absolut. Das ist wirklich nur was, wo man sagt, ich möchte jetzt einen Frühlingslook haben oder im Sommer auch. Ich möchte komplett natürlich aussehen und das könnt ihr mit dieser Foundation von Maybelline absolut gut erreichen. Mal gucken, sage ich mir irgendeinen Fussel hier ins Auge? Nee, eigentlich ist da keiner.
Aber manchmal habe ich das Gefühl, man hat einen Fussel ins Auge gekriegt. So, jetzt pudere ich das Ganze nochmal ab, damit ich auch sicher bin, dass es hält. Und, oh, wo ist denn jetzt dieser Dings geblieben? Ach, jetzt nehme ich den nächsten. Macht auch nichts. Ist derselbe, nur mit dem braunen Griff. So, und jetzt pudere ich das nochmal ab. Und dann ist das fertig. So lasse ich das dann. Weil da kommt ja dann die Eyeshadow-Palette von Catrice in Einsatz, die ich euch gezeigt habe. Und jo, schauen wir mal. Das Einzige, was ich mache, wo ich die Kamera abschalte, ist, wenn ich jetzt meine Augenbrauen gleich mache. Aber das zeige ich euch dann irgendwann mal, wenn ich es selber auch besser kann. Weil ich bin dann nämlich auch nicht so ein Profi drin. Und manchmal gelingt es mir sehr schnell und sehr gut. Und dann gibt es Tage, da bin ich schon dran verzweifelt an diesen Augenbrauen. So, jetzt nehme ich das Sun Powder und zwar ist das das Dreams Sun Powder, Bronzing Powder von Maybelline. Das ist dieses hier. Und damit werde ich jetzt einfach mal das Gesicht abpudern. In dem Sinne ist es auch sehr hell, das heißt, es macht nicht so viel Probleme und verfälscht jetzt nicht den Farbton. Ich nehme im Übrigen dafür einen Pinsel von Peter Schmierdinger. Das ist dieser hier, die sind sehr schön. Ich mag die echt sehr gerne. Ich habe mir auch noch andere neue Pinsel bei Amazon bestellt. Ich mache demnächst noch einen kleinen Amazon-Haul. Da fehlt noch ein Produkt und dann zeige ich euch das. Und dann zeige ich euch auch mal die Pinsel von Peter Schmierdinger. Und die sind auch sehr schön. Und damit gehe ich jetzt einfach hier so großzügig rein. Und werde damit das Gesicht abpudern. Das Ganze hat auch keinen Schimmer. Ihr müsst also keine Angst haben, dass das irgendwie schimmert. Gar nicht. Es ist einfach nur so, dass man nochmal die Foundation abpudert und dafür gleich so ein, ja, so ein Sonnenpuder, ne? Soll ja so ein bisschen Bronzingpuder sein. Aber durch diese helle Farbe bin ich eigentlich in dem Farbton genau wie die Foundation. Und es bleibt so und das finde ich sehr schön. Macht jetzt ein schönes mattes Finish. Legt sich im Übrigen nicht in die Fältchen. Ich habe gestern auch erst gedacht, Mensch, hoffentlich legt sich dieses Puder nicht in die Fältchen, aber es hat sich nicht in die Fältchen gelegt und von daher finde ich es sehr schön. Und das ist ein schönes Pendant jetzt zu dieser Foundation und das finde ich total klasse. Und dieser Pinsel von Peter Schmiedinger, der ist auch klasse. Ach, das sind richtig schöne Pinsel. Das sind Mikrofaserhärchen, auch so eine Taklon-Nylon-Faser wie bei dem Bella Pierre. Und ich finde die sehr schön, super weich auf der Haut, also auch vegan und alles. Also tolle Pinsel, sind so ein bisschen hier abgeschrägt, falls ihr das sehen könnt. Und ja, lässt sich gut handhaben, hat jetzt nicht unbedingt einen Vorteil für mich. Mir wäre es egal, ob sie rund sind oder nicht, aber man kann hier halt seinen Daumen gut reinlegen und manch einer empfindet das halt vielleicht als sehr angenehm und praktisch. So, jetzt werde ich mal überlegen. Ich denke mal, wir nehmen jetzt noch den Bronzer und da muss ich den nehmen und zwar diesen Luminous Matt. Dieses Bronzing Powder nehme ich jetzt so zum Konturieren ein bisschen, weil dieses Puder von Essence, das ist ein bisschen dunkler und das ging gestern auch schon ganz gut in dem vor dem Video, ne, vor dem Rossmann Haul, den ich euch gezeigt habe. Und da nehme ich jetzt einfach einen abgebrochenen Pinsel. Ja, ich habe von Ebelin, Moment, da habe ich da noch einen zweiten von, wo ist denn der? Von Ebelin habe ich. Wo ist denn der? Da gehört normalerweise noch ein Stiel dran. Und der ist abgebrochen und den habe ich mir hier einfach hingelegt und nehme den jetzt teilweise so hier für den Bronzer. Der hat so eine schöne Spitze, der geht also so oben so spitz zusammen. Und dann kann man schön, ich weiß gar nicht, wo der noch geblieben ist. Da gehe ich jetzt hier einfach so mit rein. Das habe ich gestern auch gemacht. Und werde ihn jetzt einfach so ganz vorsichtig hier auftragen und so ein bisschen als Konturpuder benutzen. Und jetzt könnt ihr schon sehen, glaube ich, dass der so mittelmäßig Farbe abgibt. Den könnte man natürlich jetzt auch im ganzen Gesicht verwenden. Aber ich habe mir gedacht, den nehme ich jetzt nur, um so ein bisschen hier die Konturen zu machen. Und so lasse ich den mal. Und das habe ich gestern, wie gesagt, auch gemacht. Und das habe ich hier auch dann oben an der Stirn. Ich gehe also immer wieder rein mit der Spitze hier so nur, nehme was auf, gehe hier mit in meine Geheimratsecken rein und an meinen Ansatz hier oben und hier an den Schläfen runter. Juhu, so. Und hier auch noch mal so ein bisschen unterm Kinn, ein bisschen schattieren. Und ich gucke auch gleich mal, dass wir noch so ein bisschen am Nasenrücken auftragen. Ich nehme da mal am besten. Nee, diesen hier nicht. Nein.
Ich nehme diesen von Zoeva dazu. Ich denke mal, den kennt ihr. Das ist der 103, ja, 103. Der ist so ganz schmal gebunden und damit kann man eigentlich sehr gut konturieren. Und den setze ich hier jetzt nur auf meiner Nase auf, um nochmal so ein bisschen Schatten zu werfen und mehr nicht. Und dann kann ich das gleich nochmal mit dem Pinsel hier so ein bisschen verteilen. Und so lasse ich das. Das ist also wirklich nur so, dass man nicht zu viel aufträgt und zu viel drauf hat. Das ist minimalistisch, ne? Das sind so absolut diese Frühlingslooks im Moment, die überall so laufen auf den Videokanälen. Und im Prinzip ist das genau dasselbe, ne? Die Farben sind auch jetzt alle so, glaube ich, drauf eingestellt, dass man damit nur noch Frühlingslooks machen kann und nicht mehr so stark geschminkt aussieht. So. Das war's. Kann ich den Rest hier auch noch verteilen? Dadurch, dass der abgebrochen ist, kann man den so schön handhaben. Der ist richtig klasse. So, dann gehe ich noch mal über die Ohren mit dem Rest. Und dann könnt ihr schon sehen, dass die auch Farbe bekommen und so hinter die Ohren. Noch mal hier hinten den Nacken mit rein, dass die Übergänge nicht so hart sind. Und noch mal hier einfach über den gesamten Hals. So, dann ist auch alles raus aus diesem kleinen abgebrochenen Pinsel. Ja, den hatte ich gekauft. Einmal gewaschen, das heißt, ich wollte ihn vor Gebrauch waschen und schon beim Waschen und nach dem Gebrauch, so ungefähr, ist er mir abgebrochen und dann lag er hier. Aber lässt sich gut handhaben, ne? Dadurch, dass der abgebrochen ist, lässt er sich hier so schön, ja, über den Hals und überall fahren. Ich denke, ich mache mal ganz kurz meine Augenbrauen und dann bin ich gleich wieder für euch da. Die Kamera geht eh gleich aus, das sind 26 Minuten und von daher lohnt sich das dann. Ich mache erstmal meine Augenbrauen und dann bin ich gleich wieder da. Bis dahin. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Meine Augenbrauen habe ich fertig. Heute ging es wieder schneller, nicht so wie letztes Mal, aber wie gesagt, die bringen mich noch in den Wahnsinn. So, wir machen jetzt diese Lidschattenpalette drauf. Da sind vier verschiedene Farben drin. Ich hatte sie euch schon gezeigt und ich beginne einfach mal mit dem roséfarbenen Farbton als Grundierung. Und dafür nehme ich einfach mal so einen ganz fluffigen Pinsel. Den habe ich im Übrigen von Wet n Wild. Da steht keine Nummer drauf und nicht. Das ist so einer. Und damit werde ich jetzt einfach nur ganz großzügig den roséfarbenen Farbton hier in der Mitte aufnehmen und den auf das bewegliche Augenlid auftragen. Und dann geht das einfach ein bisschen schneller, wenn man einen dickeren Pinsel hat und weiß, dass man ihn eh hier aufträgt. Und dann gehe ich in die zweite, also nochmal rein, in die zweite Farbe und mache das hier im zweiten Lid auch. Im Übrigen, wie gesagt, hält der Primer oder der Concealer sehr gut, zweimal abgepudert und finde ich sehr, sehr schön. Okay, ich gehe noch ein bisschen hoch, lasse das so ein bisschen ausblenden nach oben und muss mal gucken, ich glaube, hier kann noch ein bisschen drauf. Ich gehe auch ein bisschen hier in den Augeninnenwinkel rein, weil das im Moment, gerade bei diesen Frühlingslooks, schadet es überhaupt nicht, wenn man das so ein bisschen highlightet und heller macht. So, ich mache den hier immer an der Seite sauber auf meinem Handtuch, um den auch gleichzeitig ein bisschen als Blenderpinsel jetzt zu benutzen und lasse den hier oben so ein bisschen ausblenden. Okay, jetzt nehme ich aber einen anderen Pinsel und zwar von Zoeva habe ich die beiden immer. Immer so im Wechsel, nehme ich sehr gerne. Die müssten auch mal wieder gewaschen werden. Ich habe die jetzt, wie gesagt, zwei, dreimal benutzt und weil die ja weiß sind, sind die auch immer relativ schnell schmutzig. Das ist übrigens der 227, der Luxe Soft Definer. Und damit gehe ich jetzt hier in diesen grünlich oder das ist so, der sieht erst gar nicht so wie grün aus, aber im Grunde genommen ist es so ein ganz dunkles, was ist das für ein Grünton? So ein, ich weiß auch nicht so. Ach, keine Ahnung, fragt mich jetzt nicht, ich kann es auch nicht beschreiben. Auf alle Fälle kein Moosgrün oder so, sondern wirklich etwas ganz Dunkles. Und den setze ich mir hier einfach in die Lidfalte rein. Das habe ich gestern auch gemacht. Ich werde jetzt, um das in der Kamera ein bisschen besser rüberzubringen, auch ein bisschen mehr versuchen aufzutragen. Das ist ein Lidschatten, wo ich in den Kommentaren schon gesagt habe, Leute, das ist etwas für jemanden, der sagt, boah, ich mag es nicht so dunkel. Und ich mag es nicht so intensiv. Und ich hatte auch eine Rückmeldung schon bekommen von jemandem, die hat gesagt, ja, Astrid, so geht es mir auch. Ich mag es gar nicht so kräftig. Und
ich möchte es gerne zart und pastellig haben und da seid ihr hier genau richtig. Also da könnt ihr lieber noch mal einmal mehr reingehen und nacharbeiten, als dass ihr mit einmal schon zu viel auf dem Augenlid habt. Das habt ihr hier nicht. So, und wie gesagt, das ist so ein, ich sag dazu mal Navygrün. Irgendwie kommt der so Navygrün-mäßig rüber. Der ist sehr puderig, also nicht so ganz cremig, wie man es manchmal von den anderen kennt. Und ich nehme jetzt mal einen Blenderpinsel, werde das Ganze mal ein bisschen verblenden hier. Und nehme dann auch gleich was von dem dunkleren Farbton noch und gehe auch in den dunkleren Farbton noch rein. Dafür nehme ich den anderen Zoeva, das ist der 223 und der andere war der 227, ne? Das ist der 223 und das ist der Luxury Crease. Und dann gehe ich wirklich hier in diesen dunklen Farbton rein und ihr könnt schon sehen, die nehmen nicht ganz so viel auf. Also wirklich, das ist sehr sparsam hier und da braucht ihr keine Angst haben, dass ihr zu viel irgendwie aufgetragen habt. Also man sieht es auch nicht gleich so extrem. Ich denke mal, das sieht man hier in der Kamera auch ganz gut. Ich habe schon welche gehabt, da bin ich einmal reingegangen von Urban Decay. Sind auch sehr schön. Von L'Oreal habe ich eine Palette, die ist hier auch sehr schön. Das ist die Klingel. Lasst euch nicht stören. Ich gehe nicht hin, mein Mann ist zu Hause. Der kann heute aufmachen. Und mein ältester Sohn ist auch da. So, das lasse ich, weil, wie gesagt, ich gehe heute auch noch weg. Wir wollen bei dem schönen Wetter heute ein Eis essen gehen. Ja, ich freue mich auch schon riesig. Und werde jetzt einfach nur noch mal unten den unteren Wimpernkranz machen. Dafür nehme ich im Prinzip nur diesen dunklen Khaki-grünen Farben. Ach, Khaki-grün, seht ihr? Jetzt habe ich es. Diesen Khaki-grünen farbenen Ton und setze den hier so an. Und gehe so bis drei Viertel das ganze Lid runter. Und nehme dann vorne noch mal was von dem helleren Farbton und gleich noch mal was von dem dunklen für den richtig äußeren Augenwinkel hier. Aber ich mache erstmal was von dem khakifarbenen Grünton hier unter den unteren Wimpernkranz. So, jetzt ein bisschen noch von dem hellen Roséton wieder. Den setze ich hier so ganz vorne hin. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut sehen, ne? Ich glaube, meine Kamera steht aber ganz gut. So, und auf der anderen Seite auch. Und dann gehe ich hier innen drin nochmal rein. Da könnt ihr im Übrigen mit dem ganz hellen, mit diesem Highlighter-Ton auch nochmal reingehen. Und den hier wirklich nur in den ganz innersten Augenwinkel hier reinsetzen. Und dann habt ihr nochmal so ein bisschen Highlight davon. So, und dann nehme ich den dunklen Farbton nochmal wieder und gehe hier ganz hinten in die Ecke rein und bleib hier hinten auch und wandere damit nicht nach vorne. Ich weiß, dass diese schimmernden Lidschatten für viele nichts sind und die dann sagen, ja, aber wenn man älter wird und man bekommt Falten. Aber ich glaube, ich habe es auch schon in all meinen Videos immer betont. Ich mache es trotzdem gerne und ich werde es auch immer weitermachen. Hin und wieder, nicht immer, aber hin und wieder. Und ich mag es einfach. Mich stört es ja auch nicht. So, ich gehe nochmal in den Highlighter-Ton und setze den hier oben hin. Mal gucken, ob ihr das sehen könnt, wie schön der ist. Ich zeige euch auch gleich nochmal, was ich noch mit meinen Augenbrauen mache. Die kommen nämlich schon wieder runter. Ich habe da keinen perfekten, wie soll ich das sagen, diese Augenbrauen-Mascara, ne? Die sind alle gleich bei mir. Also ich kann nehmen, welche ich will. Ich habe nur noch nicht die ausprobiert von Benefit. Da möchte ich mir noch die holen, die transparent ist, weil die andere, die ich habe, die ist mir zu dunkel. Und deswegen geht das dann immer nicht so gut. So, ich verteile das hier nochmal. So. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich habe hier von Nick Asphalt und zwar I Love My Eyes ein Lash Care Stift. Das ist auch so ein Bürstchen. Und das ist eigentlich ein Wimpernwachstumsserum hier drin. Und das habe ich von Anfang an zweckentfremdet und bürste damit immer mal zwischendurch meine Augenbrauen hoch. Und dadurch wachsen sie auch relativ gut in letzter Zeit wieder. Und ich will die so ein bisschen von der Form anders haben. Ich habe mir überlegt, ich gehe noch mal zu einer Kosmetikerin und lass mir einmal meine Augenbrauen machen. Und vielleicht bin ich dann glücklicher. Mal gucken, wir werden es sehen. So, ich gucke noch mal, dass wir hier unten nichts haben. Und hier. So. Und dann werden wir die Mascara auftragen. Und zwar nehme ich ja diese von Essence, die hatte ich ja auch mit in dem Haul.
Das ist ja die Volume Stylist Curl and Hold. Und ich zeige euch mal eben das Bürstchen in der Kamera. Es ist ein Nylonbürstchen, kein Gummibürstchen. Und ihr könnt hier schon sehen, die ist sehr, sehr, ja, so in sich verdreht. Ein bisschen hat sie so einen Schwung hier, aber die ist mehr so gecurlt, so gedreht, ne? Und die hat auch sehr viel Produkt drauf, aber die macht halt matschige Wimpern. So, und dann starten wir einfach mal. Und das ist immer etwas, wo ich immer ganz vorsichtig bin. A, drückt die sich auch durch aufs Augenlid wieder. Und da muss ich auch immer aufpassen. Ach, ja, die ist nicht so. Aber ich muss sie euch zeigen. Ich habe mir gedacht, ich zeige sie euch auch. Und was da jetzt sich abgedrückt hat, das mache ich nachher mit dem Q-Tip weg. Ist gar kein Thema. Ich muss mal ein bisschen was abmachen, weil ich habe hinten so seltsam gedrehte Wimpern. Und die muss ich immer so anders tuschen. Ach, jetzt wollte ich euch zeigen, dass ich eigentlich in letzter Zeit eine Wimpernzange verwendet habe. Oh, und jetzt habe ich es vergessen. Ja, tut mir leid. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal dran denken werde. Ich habe in letzter Zeit immer eine Wimpernzange genommen und habe gemerkt, dass es doch irgendwas bringt, wenn man die vorher so hochdrückt. Ja, und jetzt habe ich es vergessen. Naja, egal. Ich werde mal schauen. Und auch hier unten müsst ihr vorsichtig sein. Dadurch, dass die so wirklich matscht, würde ich vielleicht empfehlen, eine ganz andere Mascara zu nehmen. Auf alle Fälle matscht die durch. Und da bin ich nicht so der Fan von. Jo, so lasse ich sie jetzt erstmal. Mehr mache ich nicht drauf, weil sonst wird mir das heute auch zu viel. Weil man hat wirklich diese gematschten Fliegenbeine, sage ich immer dazu. Ich mag das nicht. Ich weiß, das mögen ganz viele. Und ich mag das nicht so gerne. Aber was soll's. Ich nehme jetzt hier so ein Q-Tips und Kosmetikstäbchen. Man kann auch noch länger warten. Also es geht immer besser ab, wenn man noch länger wartet und das wirklich antrocknen lässt. Ja, Fummel, Fummel. Aber ich wollte es euch halt fertig zeigen, das gesamte Video. Also ich mache mir das nachher noch richtig ab, wenn das Ganze getrocknet ist. Ich glaube, ihr könnt das in der Kamera auch gar nicht so sehen. Ich habe das schon mal gehabt, dass ich dachte, okay, man sieht es ja in der Kamera auch gar nicht so. Jo, und jetzt gehe ich nochmal im Prinzip mit dem Make Me Brow rüber von Essence. Das ist ja dieser Augenbrauenstift. Aber wie gesagt, der ist ein bisschen getönt. Und zwar ist das die Farbe für, Moment, ich hatte ja den für Blondie Brows und der hier ist für Soft Blondie Brows, genau. Aber den finde ich auch immer sehr gut, also bis jetzt war ich damit immer zufrieden und das funktioniert. So, jetzt haben wir die Mascara drauf, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Und wie gesagt, wer das mag, ist hier wahrscheinlich sehr zufrieden mit. Ich hole euch noch mal ein bisschen näher ran, wartet mal. So, ganz nah. Und jetzt zeige ich euch das einfach nochmal, dass ihr das sehen könnt. Und das ist mir zu matschig. Ich weiß, es wird vielleicht der eine oder andere sagen, Mensch, Astrid, sieht doch aber toll aus. Aber das ist immer so ein eigenes Empfinden. Ne? Wie mag ich gerne rausgehen und wie finde ich mich? Und ja, das ist dann nicht immer ganz so. Nicht jeder empfindet das so. Okay, jetzt drehe ich euch wieder ein Stückchen zurück und mache den Blush drauf. So, jetzt muss ich mal wieder drehen, dass das hier alles passt mit der Kamera. Und jetzt nehmen wir noch den Blush, den ich hier habe von Maybelline. Das ist ja, wie gesagt, der Farbton. Das ist der Farbton 40 Pink Amber. Okay. Und wir drehen ihn jetzt auf. Ich habe jetzt gehört, dass ich nicht die Einzige war. Ne? Irgendjemand schrieb in den Kommentaren, ja, Astrid, kenne ich auch, habe ich auch. Ich habe rumgefummelt tagelang und ja, also einmal einfach drehen, ne? Ich weiß gar nicht, was ich probiert habe. Ich habe immer gedacht, der geht so auf und so. Und dann habe ich ein Messer genommen und wirklich, ich habe da was mit veranstaltet. Ich kann froh sein, dass dieser andere Blush überhaupt noch lebt. Und bis ich das in einem Video bei einem YouTuber gesehen habe, da habe ich den erst rausgeholt, weil bis dahin konnte ich ihn nicht benutzen. Das ist kein Scherz. Ich konnte ihn nicht benutzen. Und jetzt, ihr müsst ihn einfach nur, Moment, jetzt geht es wieder nicht, doch. Ihr müsst ihn aufdrehen, hoppla, in die Richtung. Ihr müsst ihn so aufdrehen, ne? Den Deckel wegdrehen. Ja, es ist nicht alles so einfach. So, und jetzt nehme ich wieder diesen Pinsel von Peter Schmerdinger, das ist der kleine Blushpinsel und jetzt gehe ich da einfach mal rein und ich finde den sehr schön von der Farbe.
Und ich werde ihn mir einfach mal hier so ein bisschen hinsetzen. Ich mache auch nicht ganz so viel drauf. Ich gucke mal, dass ich das jetzt so hinkriege, dass ihr das in der Kamera ganz gut sehen könnt und trotzdem nicht zu viel ist. Mehr mache ich nicht drauf. Der gibt also schon sehr gut Farbe ab. Wenn ihr den dann selber zu Hause habt, dann müsst ihr mal schauen. Und so lasse ich ihn. Jo, okay. Ich muss mal gucken. Ihr könnt auch hier oben mit diesem, mit dem Lidschatten braucht ihr auch nicht ganz so hoch gehen. Ich habe das jetzt nur mal gemacht, so für die Kamera. Das ist mal so ein bisschen so, dass ich immer denke, in der Kamera musst du ein bisschen mehr auftragen, damit es überhaupt am Ende einer sieht. Und ihr könnt auch weniger, ihr könnt auch wirklich in der Lidfalte aufhören, ne? Mache ich ja auch ganz oft. So, mache ihn wieder zu. Und nun nehmen wir einen Lippenstift. Den habe ich auch schon ewig. Das ist der 107 von Maybelline. Der ist natürlich auch in rosa gehalten. Das ist dieser hier. Aber vorher gebe ich noch einen Lip Liner drauf und da schreibe ich euch die Nummer auch unten mit in die Infobox, obwohl hier steht die 150. Und den werde ich jetzt noch mal anspitzen mit meinem Anspitzer im Übrigen von Catrice. Der funktioniert wunderbar, danke der Nachfrage. Also ich kann euch den von Catrice empfehlen. Ich glaube, der kostet 1,95. Also der ist sehr schön. Im Gegensatz zu den von Essence, den ich hatte, der mir mein... Naja, ist egal. So, ich fange jetzt mal an und werde das mal so als Umrandung auftragen. Und trage dann den Lippenstift auf. Also, wir gleich, bis gleich, wir sehen uns. So, und jetzt könnt ihr sehen, dass ich ihn praktisch oben nur als Umrandung benutzt habe. Unten habe ich noch so ein ganz kleines bisschen ausgefüllt, mehr aber nicht. Und werde das jetzt so stehen lassen und nehme dann den Lippenstift und trage den jetzt einfach in der Mitte auf. Jetzt könnt ihr das schon sehen. Ich mache das jetzt so ein bisschen nicht wie so ein ganzer Ombre-Look, aber ich habe mir jetzt die Umrandung nur mit diesem Lip Liner von Maybelline, also wie gesagt, das ist der 150, umrandet. Habe den Lippenstift hier in dem Farbton 107 und habe den nur in dem Bereich aufgetragen. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich streiche den mal eben über mein Handtuch. Manchmal habe ich das Gefühl, da ist irgendwas drauf. So. Und so kann man den lassen. Ich finde das immer ganz schön, wenn man die Lippen umrandet. Ich habe erst letztens mir überlegt, ich habe jemanden gesehen, der so ein Permanent-Tattoo hat, und zwar nur die Lippenumrandung, weil die Konturen einfach im Alter immer schwächer werden, ne? Die werden ja nicht besser. Das heißt, das wird ja alles hell und zerläuft und die Farbe ist nicht mehr da. Und ich brauche im Moment also wirklich immer in letzter Zeit so einen Lippenkonturenstift, weil ich finde, man kann die Lippen damit besser betonen und die Konturen zeichnen. Es sieht einfach schöner aus. Also ich würde immer jemanden raten, wo die Lippen im Alter schon so leicht verwischen, verschwimmen. Da sind keine Konturen mehr da, die Farbe wird blasser. Immer sowas zu nehmen, ja. So, und wem das nicht reicht, der kann jetzt noch sagen, ich habe hier noch von Essence mir bei meinem DM-Haul, der kommt ja noch, einen Prisma Glow mitgenommen von Essence, und zwar den Shine, Shine, Shine. Das sind ja diese guten Stücke, die es im Moment gibt, und den mache ich jetzt einfach nur mal in der Mitte drauf. Und dann könnte man auch sagen, okay, wenn ich jetzt noch so ein bisschen mehr Glow haben möchte, müsst ihr aufpassen, der ist wirklich, oh wow. Der gibt wirklich diesen Neon-Look, ne? Also da ist ganz viel drauf. Am besten trägt man es mit einem Pinsel auf. Aber wer das jetzt möchte, kann noch ein bisschen Gloss oben drauf machen. Ich gucke jetzt nochmal. Nicht, dass der sich abfärbt, aber man hätte jetzt auch nur den Lippenstift lassen können. Aber wem das zu wenig ist und sagt, ich möchte noch so ein bisschen Glow auf den Lippen haben, der kann natürlich noch so einen Lipgloss drüber machen oder irgendeinen anderen Lipgloss, ne? Gibt ja auch welche, die sind nicht ganz so extrem wie dieser hier jetzt, aber das könnt ihr so machen. Ja, und jetzt habe ich die Lippen umrandet, das finde ich sehr schön. Bis auf den Lipgloss war das halt so das Make-up gewesen, was ich letztens auch drauf hatte. Und ich hatte die Lippenumrandung nicht so extrem nachgezogen. Und ich glaube, ich hatte auch einen Lippenstift von L'Oreal den Tag drauf, ja. Da habe ich nicht den von Maybelline genommen, sondern da habe ich einen von L'Oreal genommen. Aber diesmal wollte ich bei Maybelline bleiben, soweit es geht, was ich halt da habe, und da ist das natürlich schön, auch mit der Umrandung, mit den Farben. Das heißt, der ist heller wie der hier, und dann hat man so einen leichten Ombre-Look, finde ich richtig schön. Also ich mag das total gerne jetzt im Frühling, und vielleicht gefällt es euch ja, vielleicht gefällt euch auch das eine oder andere Produkt.
Was ich hier jetzt verwendet habe für meine Augenbrauen, habe ich im Übrigen wie immer von NYX den Augenbrauenstift benutzt, den NYX Micro Brow Pencil in dem Farbton Taupe. Und da ist so ein kleiner festgebundener Spoolie hier am Ende. Der ist so ein bisschen fester, ne, und drahtiger. Damit kann man einfach besser hier die Härchen durchbürsten. Und die anderen sind mir immer zu soft, ne? Zu weich, zu lang. Und dann, ich finde, das geht überhaupt nicht richtig gut. Und ich finde die von NYX richtig toll. Ich liebe den ja auch. Und den nehme ich ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Ja, das war der Look. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht mögt ihr das ein oder andere. Also wie gesagt, wäre so ein, es ist auch kein mattes, keine matte Foundation, wollte ich nur sagen. Es ist wirklich so ein Semi, ja, Semi-matt ist es auch nicht. Es ist so ein bisschen Glow. Also man hat so das Gefühl, das Gesicht ist frisch. Es ist absolut überhaupt nicht matt. Und man sieht damit einfach nur gesund und frisch und wieder Frühling aus. Ja, so kann ich das nur sagen. Und auch hier, wenn man das Puder drauf macht, alles, was ich euch gezeigt habe. Ich finde den Look sehr schön. Ich mag ihn jetzt wieder. Und das ist so, ja, auch vor allen Dingen für die Kamera nicht immer ganz so tauglich, weiß ich jetzt noch nicht. Das ist immer so, vor der Kamera nehme ich auch gerne mal deckende Make-ups, ne? Aber hier, wenn man so weggehen möchte, sind diese Sachen viel schöner. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns zu meinem nächsten Video wieder und ich hoffe, es hat euch wieder viel Spaß gemacht. Alles klar, bis dahin, tschüss!